Ja, hallo und so und herzlich willkommen zurück zum Let's Play World of Warcraft Level 1 bis 90 mit den fliegenden Spielern Swiftmaster Hallöchen. und Selyndra. Hallo. Ja, das vorher war ein kurzer, gacher, extrem spontaner Cut, hab aber relativ schnell die Dateien gespeichert und ihr habt jetzt praktisch nur ein paar Meter Flug versäumt. Wir sind, wie ihr wisst, auf dem Weg nach Donnerfels, um uns einen Gildenwappenrock von dort zu holen. Die letzte Ini war relativ kurz und ich wollte nicht die Folge unnötig in die Länge ziehen und habe mir gedacht, passt, Cut bei 17 Minuten wird ein bisschen eine längere Folge, gut für euch, schlecht für mich. Das sind die extra Minuten, die gibt's nur bei mir. Und beim Swifty, hin und wieder. Hin und wieder. Wir werden aber jetzt die 2 Minuten, was wir jetzt nur mitfliegen, die Dungeon Finder nicht starten, weil. Ah ja, siehst, wir könnten dir ja kurz schauen, was wir da gekriegt haben. Ich habe einen Rock Das geht. in Umhang bekommen mit jede Menge Intelligenz und Willenskraft und so ein Scheißdreck, den keiner Von braucht. das geht jetzt nicht. Du kannst das während dem Fliegen nicht öffnen. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ah, ich habe einen Umhang bekommen mit +4 Tempowertung. Das heißt, dass mein Schildschlag sich schneller regeneriert. Müsste doch sein, oder? Jetzt lass mich nicht hier im Regen stehen. Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, Tempowertung war doch eigentlich für die Abklingzeiten. Kann sein, ich will dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich bin mir da jetzt absolut nicht sicher und ich möchte da komplett in Song. Ich sag das ganz ehrlich. Tempowertung, das war doch früher, hat er das anders. Nein, Ne, das hat war das auch Tempo geheißen. Zaubertempo. Irgendwas war es. Ja, Das was ist. haben wir da gekriegt? Wir haben da Ausdauer, intelligenzkritische Treffer. Ja, ist eh klar, der Rüsten bringt mir wieder gar nichts. Was tust denn du da und? Da herum ist der Rüstmeister. Na. Brauchst du nur kaufen, der ist braun. Dann kannst du. Dann werden wir aber gleich direkt den anziehen. Ich sag's euch gleich, wie es ist. Weil Donnerfels finde ich einfach cool und Donnerfels brauchen wir den Ranzen als nächstes. Da kommt ja auch der Tank her. Dieser. Wir kaufen uns den und könnten eigentlich. Ah, wo habe ich meinen Ruhestein sitzen? Liegt der in Orgrimmar? Ja. Tal der Ehre. Ja, dann reporten wir uns mit dem Ruhestein kurz zurück und werden uns dann direkt für einen Dungeon Finder anmelden, hätte ich gesagt. Ruhestand hat bei mir noch 8 Minuten Ah, ja, ist ja egal. Also ich bin schon mal da. Haha, erster. Dann. Na, ich brauche jetzt nicht 8 Minuten lang verkaufen. Das ist ja abartig. Na, ich melde uns einfach mal beim Dungeon Browser an. Mach du. Wir werden aber einen speziellen gehen. Was haben wir jetzt noch? Burg Schattenfang haben wir noch nicht, gell? Burg Schattenfang ist nämlich mittlerweile schon grün. Hatten wir? Wir sind doch schon durch Burg Schattenfang durch, wo der Jäger vorgetankt hat. Ja, Burg Schattenfang haben wir schon. Hätte mir Bist du eigentlich auch sicher? gedacht, dass wir das schon haben. Haben wir schon. Herr Ja, schon von Alzheimer. Schlachtzüge. Nee, haben wir nicht. Doch. Warte mal, Classics, Verlies, Hölle des. Ah ja, Burg Schattenfang haben wir wirklich schon. Wir haben Okay. momentan so viele Spiele am Laufen, ich kann es gut verstehen. Ach so, na, das ist jetzt nicht das Problem, ist hier jetzt nicht die. Ah, Scheiße. Burg Schattenfang. Herausforderung, Bist du sicher? Dungeon. Na, du siehst alle, das ist das Problem. Von ohne Charaktere, was du gemacht hast, siehst du es. Irgendwo kann man aber jetzt noch Na? allgemein. Ach so, da sieht man sogar mit Datum. Ja, eben. Die Erfolge mit Datum. Dungeon Burg Schlachtzüge Schattenfang am Classics. 30.12.2013. Gut, dann sind wir die wirklich schon Am gegangen. Weil. 30.12. kurz vor Silvester. Ja. Hui. Ja. Da sind wir Gut, die dann Höhlen werden des Wehklangs auch gegangen, das erste Mal. wir. Hier. Dann werden wir Burg Schattenfang wieder rausschmeißen und nur die tiefschwarze Grotte. Ja, Verlies von Sturmwind haben wir gerade gemacht. Das heißt, wir haben im Prinzip ja nicht mehr eine Ini zu machen. Oh mein Gott. Was haben wir noch? Ja, dann. Ja, tiefschwarze Grotte haben wir noch nicht. Ah, okay. Na, oh, dann gehen wir mal da rein. Petretan! Ja, so schnell kann's gehen. Bitte sind wir ja schon beim Endboss. Bitte beim Endboss. Nein, am Anfang. Willst du die Daten zurücksetzen? Ja, will ich. Ja, ich will. Da werden wir die ganzen Quests annehmen, Oh, natürlich. lecker, lecker Items gibt's hier. Wer läuft da schon wieder vor wie ein Wahnsinniger? Was, Oh, ein ihr Schamane, Wohlen? der kann ruhig tanken. Gut. Auf Jetzt und der geht's Garten noch. Einen Moment bitte, ich bin noch nicht da.
Ja, es gibt anscheinend Leute, die haben wirklich Stress. Ich bin momentan Donnerfels wohlwollend. Ging ja schnell. Was? Wohlwollend? Hm? Ja, wohlwollend. Ja, ist ja meine. Ja, gerade geworden, oder was? Ist gerade geworden, wohlwollend. Was ist denn das? Ich brauche okay. Aber respektvoll. Respektvoll. Genau, respektvoll. Muss es hat. Bedarf. Einfach nur, weil wir können. Alles klar. Und ich habe ihn gewonnen. Okay. Da nach vor. Und wo müssen wir hier eigentlich hin? Ja, eigentlich da gerade umschwimmen. Okay. Weiß nicht, wieso der alles mögliche zusammenpult, was wir eigentlich nicht pullen müssten. Ich hatte einen Morlock im Wasser gehabt, daher habe ich den mal angepult. Ah, das warst du? Ich habe vor uns war ein Morlock, den habe ich einfach mal so ganz frivol, ganz keck, so wie ich nun mal bin. Ne? Jetzt? Na, genau, Dofiri, ja, wo der. Panda, lauf hinterher. Panda ist so clever. Helvin, das ist eine Kiste Dunkelbier im Keller. Er will einfach tanken, hm? Der steht drauf. Und er ist ein Mönch. Eine Lederklasse. Aber Mönche. Ja, aber Mönche können tanken. Muss man ja sagen, wie es ist. Sind Hybriden. Okay. Was ist denn? Hm? Nichts. Hallo. War gerade überfordert. Die Kuh macht einen Kopfsprung. Yeah. Wieso um Himmels Willen laufe ich über Wasser? Jesus. Ich auch. Ich nicht. Doch. Oh mein Gott. Ah, der Schamane. Der Schamane hat uns einen Buff gegeben. Okay. Okay, dafür nehmen wir mit. Da, wie viele fliegen runter? Also ich bin für normal immer einer von den Ersten, der was da im Wasser liegt. Ha, ich bin rüber. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's wirklich geschafft. Hab ich gefallen, Fail. Heiler hinter mir? Blatt. Nein. Ja, nochmal von vorne. Na komm, ich krieg's hin. Wir sind zu zweit. Genau. Ja. Ich kann nichts dafür, der Morlock, der war geil auf mir. Auf mir? Der Morlock, genau. Geschafft. Hopp. Ja, bin schon da und hast schon eine Heilung bekommen. So schnell kann's gehen. Dankeschön, so läuft das. Bitteschön, ganz früh. Ja, ja, das sind die beliebten Noob-Tests. Ah, der hat aber kein Level-Gear, ne? Wer? Der Schaman hat kein Level-Gear, ne? Müsste ich mal kurz auf Betrachten gehen. Hoppala. Na, okay, was ist denn? Ich bin in Ausschlusswahl. Hier kommt ein Mensch von der Seite gerollt. Blub, 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 blub. Da. Hat der Level Gear? Nein, so werde ich jetzt nee. Auf. Ne, dürfte kein Level Gear. Na gut, sein. Dann kann man ihm es verzeihen, wenn er nicht weiß, was hier abgeht. Okay, ja, es möglicherweise ist ein ganz neuer Spieler, ist in WoW selten, gibt aber witzigerweise noch immer. Genau. Nur die dicke Schildkröte in der Mitte, ne? Yuppie. Ja. Genau. Und dann müssen wir eben, ja, die eine auf der Seite nehmen, wir natürlich auch mit. Schild nachschmeißen, dann kann er wieder ein bisschen zubelaufen. Wer hat denn diese wieder angetankt? Der Schamane. Er traut sich etwas. Gut, dass ich so einen hohen Akro-Radius habe. Ja, ist ja halb so wild. Der alles gut. Stoff. Intelligenz. Ah, jetzt zieht man das schon wieder Willenskraft. Weißt du, wie wenig Kette hier in den Dungeons verteilt wird, ist der Hammer. Da unten ist der nächste. Wie können wir den nutzen? Ah ja, einfach mit der Maus. Mit der Kamera runterdrehen. Genau. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da, ne? Da in dieses Löchlein hinein. Aua. Du kannst doch nicht einfach durchschwingen und schwimmen und alles mitnehmen. Doch, wie du siehst, kann ich. Du bist der Beste, du bist der Hammer. Ja, ah. Tank forever! Genau, einmal Tank, immer Tank. So ist es. Ah, solange ich dir die Akku abziehen kann, ist alles in Ordnung. Ja. Das ja, man doch, ich habe mir gedacht, ich bin weit genug oben, dass ich da keinen Pull, aber ja, wenn du denkst, dann denkst du dir. Genau. Dann denk mal weiter, bevor du aufhörst zu denken. Oh, direkt mal auf den Boden der Tatsachen mit runtergenommen. Ja, ich konnte das jetzt natürlich auch. So, die Kuh geht mal hier ab, ey. Ey! Du wirst von der Krabbe angezeckt. Ja, das ist, was du am Flächenschaden machst. Tut mir leid. Nee, nicht dann wirklich. Passiert das hin und wieder. Ja, das habe ich als Paladin auch. Ja? Dass ich einfach bei gewissen Sachen, wenn ich Flächenschaden mache, auch die Mobs anzeckt, die was eigentlich gelb wären. Mhm. Das heißt, die ich nicht angreifen, aber die aber muss Schaden man dann halt bekommen, mitnehmen. Klar. Ja. Ob ich da dran komme? Klar, komm her. Tja, und ein bisschen ein Schild hinten nachschmeißen. Das Schild und jetzt haben wir wieder was zum Läutern und da haben wir auch was zum Läutern. Nee, ist Abklingzeit.
Wird nichts geläutert hier. Wurzeln. Nee, schaut nicht so aus. So. Wir haben das abgeklingt, ich hab noch gar nicht geschaut. Ja, Schami. Da muss ich dann. Der kriegt noch ein Herz hier. Ja. So müssen wir dann beim nächsten Mal schauen. Tötet sie. Tötet sie alle. Verrecke. Wenn ich jedes Mal einen Cent kriegen würde, wenn mir das einer an den Kopf schmeißt. Bräuchte ich nicht mehr zu zocken. Ja, genau. Da braucht man nicht mehr Let's Player werden. Genau. Dann habe ich schon meine Einnahmen, nur wenn ich so spiele. Alles tot. Leder. Oh, ich krieg keine Kette. Ich krieg keine Kette. Nö. Bergbau. Und wieder raus. Kuh hat Bergbau. 109 GP. Läuft. Ja. Nur fürs Zinnabfahren. Ja. Jetzt weiß ich, warum du so gerne Bergbau machst. Ja, sicher. Das sind EP. Die, ja, ist. Was ist denn jetzt? Hä? Wow. Also irgendwie backt das. Ja, da war Strömung. Da war Strömung. Da war also es hat vorhin nicht nur ihr am Boden oben, sondern eh. Nee, wir sind wirklich. Also, ja, liegt da dran irgendwo. Okay. Ja, aber nicht komplett, nur Stickel. Ja. Es hat sich auch die Grafik verändert. Ja. Bei mir zumindest, also die Optik vom Wasser hat anders ausgesehen. Sieht ein bisschen anders aus. Apropos Optik, habt ihr den neuen Patch Notes schon gesehen, wie es WoW überarbeiten von der Optik her? Nee. Ah, Mahama. Musst du mir mal zeigen. Müsst ihr euch unbedingt ansehen. Ja. Schon alleine wie die ganze. Ja, ich habe da ein Beispielfoto von einem oder ein Beispiel-Picture von einem Krieger-Ork gesehen. Mhm. Da siehst du sogar die Narben. Also WoW kriegt ein Facelift. Cool. WoW bekommt anscheinend mit den nächsten Erweiterungen totales Facelift. Geil. Ich finde das heißt, total cool. Höhere Anforderungen für die Computer. Naja, c'est la vie. Sind wir ja schon gewohnt. Ich mach auch übers Wasser laufen können. Ich muss mich hier durch die ganzen Mobmengen durchkämpfen und ihr lauft oben übers Wasser, herrlich. Nee, also ich laufe mal gar nicht, ja? Ich schwimme hinten nach. Oh Mann, ich hab jetzt Spaß. Ich hab jetzt Spaß. Ja, passt doch. Für das sind wir hier, um Spaß zu haben. Dafür spielen wir. Dafür sind wir da. Genau. What's your game? Und nur wenn einer meint, wir nehmen nur auf, um Let's Plays hochzuladen, das ist ein Blödsinn. Habe ich nämlich jetzt ein Forum gelesen, wo uns die Leute als Let's Player beschimpft haben, dass wir nur klickgeil sind und so und likegeil. Also ich würde auf keinen Fall Let's Player sein, wenn ich nicht sowieso spielen würde. Das sowieso. Also ich würde kein Spiel spielen, weil ich es muss. Um Gottes Willen, nee. Also dafür sind wir eigentlich Let's Player, weil wir das Spielen lieben. Und das uns auch noch antun, aufzunehmen und zu kommentieren, ganz einfach. Ja. Wir spielen das ja so und so. Genau. Ja. Und ich bin auch sicher, keiner, der jetzt in jedem Video 1000 Mal erwähnt, dass ihr mich abonnieren sollt, weil wenn ich wem gefalle, dann abonniert er mich. Genau. Und wenn ich wem nicht gefalle, dann muss er mich ja nicht abonnieren. Immer, es ist. Sicher ist es schön, wenn man sieht, dass man bei gewissen Spielern gut ankommt. Und. Swifty? Hier lang. Wunderbar. Ja. Und wenn es einer macht, dass er dich abonniert, weil deine Videos cool findet, deine Spielweise cool findet, dann finde ich es ja in Ordnung. Aber nur in jedem Video 1000 Mal herumzuflamen, abonniert mich bitte. Also die Blöße gebe ich mir sicher. Ich glaube, das erste Mal sagen, bitte abonniert mich. Also müsste ich, glaube ich. Also wenn ich mal genau drüber nachdenke, müsste ich, glaube ich, noch das erste Mal sagen, bitte abonniert mich. Ja? Ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ich wollte auch gerade sagen, da gibt es ein und das andere Video, wo es vorkommt. Ja? Ja? Ich glaube... Zum Abonnieren? Okay. Naja, ich sage ja nichts, wenn man hin und wieder mal erwähnt, dass ein Abo ganz nett wäre. Ja, das ist ja ganz was anderes als...
wenn man die ganze Zeit in seinem Video statt zu kommentieren nur rumflämt, man soll einen eben abonnieren. Das finde ich interessant. Dann möchte ich mich mal hier gerade entschuldigen, dass ich in 700 Videos, die ich schon hochgeladen habe, vielleicht ein, zweimal erwähnt habe, dass ihr mich bitte abonnieren sollt. Ja, wir wollten dich ja bitte nur ausbessern. Du hast was gesagt und wir haben dir das Gegenteil bewiesen. Was ist das für ein UFO? Das ist Feedback UFO? Direkt. Hä? Ja, das UFO. UFO? UFO? Ist weg. Kippst da war ein wo? UFO. Wo? Keine macht den Drogen. Keine macht den Drogen.